Ein herrlicher Frühherbst-Sonntag neigt sich dem Ende zu und eine herrliche Kulisse ist hier geboten. In der Allzeit getreu in das Stadion in Wiener Neustadt zum ersten Mal mit etwas mehr als 7000 Zuschauern ausverkauft. In diesem Sinne auch ein herzliches Willkommen von mir hier von der Kommentatorposition. Willkommen zur doppelten Revanche. Zum letzten Mal sind die beiden Clubs hier vor 22 Jahren aufeinander getroffen. Da hat Rapid durch ein Tor des Wiener Neustädters Gary Wilfurt im ÖFB-Cup 1:0 gewonnen. In Wien gab es dieses Duell zuletzt vor 8 Tagen. Da hat Rapid nach einem 0:1 Rückstand durch 2 Tore in der berühmten Rapid-Viertelstunde noch 3:1 gewonnen. Dennoch war Neustadt-Trainer Heli Kraft gar nicht so unzufrieden. Und das beweist auch, dass er in der Aufstellung für die heutige Partie nur eine einzige Änderung vorgenommen hat. Er bringt in der Viererkette Petr Johanna zurück. Der durfte schon die letzte halbe Stunde im Hanapi-Stadion spielen. Dafür wandert Pavel Kostal auf die Bank. Ein durchwegs junges Mittelfeld mit Šinković, Grünwald, Reiter und Wolf. Und die Doppelspitze mit Sanil Kulic und Mensur Kurtisi, der es tatsächlich geschafft hat, mit 5 Bundesliga-Torschüssen 3 Treffer zu erzielen. Zuletzt erfolgreich auch gegen Rapid auswärts. Naja, die Hälfte der gut 7000 Zuschauer mindestens drückt hier dem österreichischen Rekordmeister Rapid die Daumen. Auch daher erklärt sich diese Rekordkulisse für Neustädter Verhältnisse. Da sind die Herrschaften, die nach dem tollen Europacup-Auftritt in Glasgow natürlich gut lustig sind. Und im Gegensatz zu diesem Spiel in Glasgow stellt Peter Backholt wieder aufs 4-4-2 um. Steffen Hofmann wieder rechts. Dafür wandert Veli Kavlak nach links. Andi Salihi gibt die zweite Spitze neben Nikica Jelavic. Dafür muss Branko Boskovic auf die Bank. In der Viererkette bleibt Jürgen Patoga, der auch in Glasgow gespielt hat. Hannes Eder mit einem Fersensporn außer Gefecht. Diese Änderung Patoga statt Eder die einzige gegenüber dem 3:1 Heimsieg Samstag vor einer Woche in Wien-Hütteldorf. Also die Stimmung prächtig. Da haben wir das Sturm-Duo. Links haben die Salihi 5 Saisontore, 3 für Rapid, zuletzt Doppelpack gegen Neustadt. Rechts Nikica Jelavic, der Mr. Europacup, der allerdings in der Bundesliga seit 392 Minuten nicht mehr in des Gegners Kasten getroffen hat. Das Schiedsrichterteam wird angeführt von Louis Hofmann, der 44-jährige Salzburger bei seinem 3. Saisoneinsatz. Seine Assistenten Sebastian Gieshammer und Andreas Feichtinger. Und ganz pikant, der 4. Offizielle heißt Bernhard Brugger und der hat dieses Duell vor 8 Tagen im Hanapi-Stadion nicht sehr zur Zufriedenheit eines Peter Packholt geleitet. Auf geht's auf das Grün, das natürlich nicht so teppichgleich ist wie jenes im Celtic Park. Mensur Kurtisi hat einen Diego Viana und einen Hannes Aigner auf die Ersatzbank verdrängt. Bin gespannt, ob Guido Burgstaller, Steffen Hofmanns neuer bester Freund, heute eingewechselt wird. Bei Rapid fehlt also Hannes Eder, dafür vervollständigt René Gattler, der zuletzt bei den Amateuren brav seine Tore gemacht hat, den heutigen Kader. Wiener Neustadt hat 10 Punkte in der Tabelle und alle 10 wurden hier im eigenen Stadion erobert. Vielleicht auch das ein Motivationsschub für den augenblicklichen Tabellenachten. Und Rapid hat sicherlich das Ergebnis aus Graz, dieses 0:0 gegen Kapfenberg, wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das Nachtragsspiel gegen Sturm aus der ersten Runde steigt ja erst Ende November. Trotzdem hat Rapid heute mit einem Erfolg die Chance, die Grazer in der Tabelle zu überholen. Fairplay ist auch in der Allzeit getreuen angesagt. Mensur Kurtisi strotzt also nur so vor Selbstvertrauen. Wenn Sie die Gesichter sehen, durchwegs junge Spieler. Die Routiniers kann man an den Fingern einer Hand bei Wiener Neustadt abzählen. Kulic, Klapf, Johanna und auch Torhüter Fornezzi. Der ist der Kapitän der Neustädter. Lauschen wir mal bei der Seitenwahl. Ja.
Erster Teilerfolg für den slowenischen Torhüter des SC Magna. Er hat diese Seitenwahl gewonnen. Die Blauen bleiben auf der linken Spielhälfte stehen. Rapid wird also in Kürze anstoßen. Aber davor wird noch jemand anderer anstoßen, der ganz in der Nähe von Wiener Neustadt zu Hause ist. Herzlich willkommen auch die Skisport-Frühpensionistin Michaela Dorfmeister, Neusiedl im Piestingtal. Das ist hier nur eine knappe halbe Autostunde entfernt. Und die Michi ist ja bekennender Rapid-Fan. Und das Strahlen hat sie nicht verlernt, hat beinahe ausgesehen wie bei einer Weltcup-Siegerehrung. Das grün-weiße Triumvirat, auch heute in Rot gekleidet. Das hat in Glasgow bei der Pressekonferenz für etwas Verwirrung gesorgt, aber Peter Backholt hat das ja sehr charmant aufgeklärt. Louis Hofmann pfeift Steffen Hofmann. Klingt komisch, ist aber so. Rapid in grün-weiß in der ersten Hälfte von rechts nach links und mit dem Anstoß. Erster Ballkontakt von Jürgen Patuka in der Liga, ja zuletzt in Runde 6 im Derby gegen die Austria im Einsatz, dann mit dieser entzündeten Rissquetschwunde außer Gefecht, hat sich gut geschlagen im Europa League-Spiel in Schottland. Erste Foul an Nikica Jelavic, Pelivan. Ja, gut gestört von Grünwald, bringt Ballgewinn für die Heimmannschaft. Menzo Cortisi, das Rapid-Tor steht ganz rechts. Mario Reiter zurück auf Christian Ramsebner. Er einer von den dreien von Thomas Drukeschitz und Andreas Herzog angesprochenen U21-Teamspielern, die am 10. Oktober in Aserbaidschan ran dürfen. Das ist der zweite, Grünwald. Der dritte sitzt ja noch auf der Bank, Guido Burgstaller. Hofmann. Ja, mit dem Augenschmäh, da kommt Jelavic aus ähnlicher Position wie am Donnerstag in Glasgow, aber jetzt ist der Winkel spitz. Daher sucht er die Kombination mit Partner Salihi und das Ganze geht letztlich schief. Das hat Kulic recht rustikal bearbeitet von Roge Summa. Das gleiche gilt für Andreas Dober nach diesem Zweikampf mit Tomasz Szymkowicz. Freistoß aus dem Halbfeld, noch bleibt Innenverteidiger Petr Johanna in der eigenen Hälfte. Warum erzähle ich Ihnen das? Petr Johanna hat zwei Saisontore gemacht, beide mit dem Kopf. Aber Wolfgang Klapf weiß auch noch nicht ganz genau, was er aus diesem Freistoß machen wird. Findet Kulic, aber die Ablage findet nicht zu Cortisi. Für uns ist das heute ein Highlight, für Rapid wohl nicht, war die kurze Ansage von Helmut Kraft vor diesem Spiel. Aber es könnte, und darauf hoffen wir als neutrale Zuschauer, liebe Fans, vor dem Fernsehschirm doch ein spielerisches Highlight werden, oder? Daniel Dunst. Also seinen Platz rechts in der Viererkette verteidigt. Alternative Tanari noch heute auf der Bank. Ein sehr bedächtiger Aufbau der Wiener Neustädter, die in dieser Anfangsphase darauf erpicht sind, den Ball nicht unnötig zu verschenken, vor allem nicht in der Vorwärtsbewegung. Ja, dann Wolf nochmal, der Katzer hier unter Druck setzt. Jetzt fordert Patrick Wolf den Ball, aber Daniel Dunst wird wohl so einen kleinen Flankeneinwurf in den Strafraum schlagen.
ein kleiner wieder auf Kulic. Der zieht wieder den Kürzeren gegen Roge Summer. Wieder Ramsebner. Dunst möchte den Ball, bekommt ihn auch. Rapid am Donnerstag gegen Grüne, heute gegen Blaue. Im Übrigen gab es heute das Old Firm in Glasgow. Und die Rangers, die Blauen, haben gegen die Grünen, gegen Celtic 2-1 gewonnen und den Rückstand in der Tabelle auf einen Punkt verkürzt. Richtig kurz gemacht wurde jetzt Sanel Kulic, denke von Willi Kavlak. Aber das war für Louis Hofmann kein Grund, das Spiel zu unterbrechen. Ja, Rüdes einsteigen mit 1,5 gestreckten Beinen von Kavlak. Den Ball hat er zwar auch erwischt, aber Kulic wesentlich heftiger. Und Louis Hofmann, der gerne gelb zeigt, zählt unter den Liga-Refs zu den Top 3, was die Verwarnungsaussprachen betrifft. Hat hier nicht mal einen Freistoß gegeben. Also vielleicht geht es auch heute britisch zu. In Glasgow hat der portugiesische Schiedsrichter mit dem brasilianischen Namen Paixão ja auch sehr viel durchgehen lassen. Na, Grün-Weiß nicht ganz Herr der Lage. Er ist wieder Cimkovic, aber dann verliert er den Ball kurzfristig aus den Augen. Aber wie der da 35 Meter mit dem Ball ungehindert laufen konnte. Patrick Wolf wollte da Willi Kavlak wohl als Vorbande benutzen. Billivan bekommt noch eine hinten rein. Und zwar von Mario Reiter und jetzt gibt es den Freistoß. Allerdings natürlich für Rapid. Ja, Mackie Katzer, er und Dober waren so etwas wie die Schwachstellen, speziell in Hälfte 1 gegen Celtic. Aber heute gibt es ja keinen McGeady, der übrigens das Tor für Celtic aus einem Elfer gegen die Rangers erzielt hat. Und vor allem keinen Sean Maloney. Ein Missverständnis. Kavlak und Katzer bringt Patrick Wolf wieder in Position. Der gewinnt da gleich noch 10 Meter bei diesem Einwurf. Fallspiel von Patogan Kurtisi. Und jetzt kommt das Signal von der Neustädter Bank. Petriana, Sie sehen das Lockenköpfchen hurtigen Schenkels unterwegs zum gegnerischen Strafraum. Und 7 Treffer haben die Herren um den Mann mit der Nummer 7, Alex Grünwald, in dieser Saison bereits nach Standardsituationen erzielt. Rapid ist gewarnt. Der Ball sehr lange in der Luft und dann hilft hinten Nikica Jelavic aus. Ja, dieser Jelavic ist in wenigen Sekunden 400 Minuten in der Bundesliga ohne Torerfolg. Er macht das Spiel schnell. Jelavic schon wieder an der Mittellinie. Hofmann als Unterstützung. Und dann versucht es aber der Kroate auf eigene Faust. Vorbei mal an Cimkovic. Jetzt hat er Klapf vor sich. Hat den Ball gut abgedeckt. Mittlerweile viele Kollegen nachgerückt in die Spitze. Klapf säbelt daneben. Johanna säbelt nicht. Hat den Ball getroffen. Kulic. Das war nach dem Prinzip Hoffnung. Und jetzt muss Sanel Kulic auch Defensivarbeit verrichten. Und diese Aufgabe löst er sehr gut gegen Willi Kavlak, holt dann auch noch den Freistoß raus.
Johanna. Jetzt mal die Option Steilpass auf Šinković. Aber wenn der Ball da einmal aufspringt, bekommt er so viel Fahrt, dass er nicht mehr zu erreichen ist. Aufgestützt von Rams Ebner. Zuma. Katzer, Wiener Neustadt attackiert ab der Mittellinie. Aber die Blauen mit recht guter Raumaufteilung bislang, was das Spiel ohne Ball betrifft. Jelavic vor Bayern Fornezzi und jetzt ist es passiert. Nach 402 Minuten trifft Nikica Jelavic wieder in der Bundesliga. Es ist sein dritter Treffer in der Liga. Beide vorangegangen hat er ja Ende August beim 4-1 gegen den LASK erzielt. Mr. Europacup mit 7 internationalen Treffern nach dieser tollen Vorlage von Andreas Dober, bei der sich allerdings Christian Ramsebner völlig verschätzt hat. Und dann hatte wohl auch Sascha Fornezzi Angst vor einem Strafstoßfoul. Das hat Jelavic ganz abgebrüht und clever gemacht und eine Serie setzt sich fort. Rapid hat in allen Pflichtspielen dieser Saison mindestens einen Treffer erzielt. Da kommt der nächste Pass, diesmal von Hofmann auf Jelavic. Diesmal Rams Ebner mit einem wesentlich besseren Stellungsspiel. Der Hofmann, das ist Salihi und da ist Rams Ebner. Ein wenig griechisch-römisch wird hier ins Spiel gebracht. Der leidtragende Salih, der "Isn't it awful nice to have a Dober?" Zweiter Saison-Assist für den Rechtsverteidiger von Rapid. Rams Ebner hat das Nachsehen. Ja, und Fornezzi vielleicht doch etwas zu zaghaft hier beim Herauslaufen. Also sieht gut aus für Rapid nach 12 Minuten, aber das ist kein Ruhekissen. Wiener Neustadt hat in dieser Saison interessanterweise mehr Punkte gemacht nach einem 0-1 Rückstand als nach einer 1-0 Führung. Weiter auf Kurtisi, der hat freie Bahn, die wird ihm dann letztlich doch noch zugestellt von Jürgen Patoka. Das geht auf Kosten des ersten Eckstoßes in dieser Partie. Sehr beweglich, Menzo Kurtisi. Da hat er sich zumindest mal eine Halbchance kreiert. Kurz abgespielt von Wolf. Šinković, wieder Patrick Wolf. Schwach. Ja, der eifrigste Flankengeber der Liga. Vorbereitet hat er erst einen Treffer. Hofmann mit dem doch etwas schwächeren linken Fuß, ja, für gute Passbälle rechts. Für den Abschluss, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht. Thank you.
Ja, Dunst lässt sich da auf ein Spiel mit dem Feuer gegen Kavlak ein. Jelavic auf Hofmann. Jetzt kommt ihm keiner entgegen. Dort nimmt wieder Andreas Dober mit. Heikkinen. Pelivan, Katzer, jetzt lassen sie den Ball richtig schön laufen. Dann kommt Kavlak wieder in eine 1 gegen 1 Situation. Ein starkes Kombinationsspiel von Rapid. Jetzt auch mit ein wenig Raumgewinn. Salihi wieder für Jelavic. Kein Abseits. Beinahe 2-0. Rapid. Tor gemacht. Chance kreiert. Selbst wieder eine Torchance. Nikica Jelavic. Der Mann der ersten 15 Minuten. Und er hat auch erst einen seiner 6-2-Kämpfe verloren. Unterstreicht, dass er der erfolgreichste Stürmer der ganzen Liga ist, was die Duelle Mann gegen Mann betrifft. Salihi, eine zärtliche Umarmung von Reiter, kann das Spiel von Rapid nicht bremsen. Kavlak, vorbei an Dunst, die Flanke wird entsorgt von Petr Juhana. Also Rapid spielt das in dieser Anfangsphase ganz stark, sehr ökonomisch nach dem kräfteraubenden Spiel am Donnerstag. Lauert auf Konterchancen, zwei gab es schon, eine wurde eiskalt genützt. Šipković. Klapf für Tisi wieder auf Šipković. Jetzt in der Neustadt vorne ganz gut besetzt, aber Grünwald ohne Chance in diesem Duell mit Ronwald Summer. Und ganz ehrlich, so viel Spielraum für Steffen Hofmann habe ich in dieser Saison überhaupt noch nicht erlebt. Keine Rede von Manndeckung, von Wadelbeißer. Allerdings hält Hofmann bisher zumindest ziemlich strikt seine Position auf dem rechten Flügel. Und ist trotzdem augenblicklich der Rapid-Spieler mit den meisten Ballkontakten. Auch auffällig bei diesem Ballgeschiebe der Rapid-Viererkette, dass die Wiener Neustädter etwas zaghaft im Attackieren sind. Sie kommen kaum in die Zweikämpfe. Die Erfolgsquote beim Pass bei Rapid beträgt 90%. Jetzt ging mal einer schief Richtung Salihi. Von dem qualitativen Unterschied her müsste Wiener Neustadt hier wesentlich aggressiver zur Sache gehen. Immer wieder Ziel einiger Aggressionen ist Sanel Kulic. Ja, vielleicht bekommt sein Zahnarzt morgen was zu tun. Gegen Petr Juhana. Ja, einer sollte diesen Freistoß ausführen. Das ist
dürfte sich um Willi Kavlak handeln. Auf Katzer. Der holt in Minute 20 den ersten Eckstoß für Rapid raus. Jetzt heißt es Obacht vor Netzi und Co. Denn exakt ein Drittel der 18 Gegentreffer haben die Wiener Neustädter bisher im Anschluss an einen Eckstoß erhalten. Hofmann. Sommer mit dem Versuch der Verlängerung. War recht ungeschickt von Reiter, der da mit dem Popo die Kugel nochmal heiß macht. Patoka. Naja. Nicht unbedingt ein Gabler vor dem Herrn, aber einen Versuch war es wert, Jürgen Patoka. Und die fehlende Aggressivität der Wiener Neustädter kompensiert Rapid gleichsam. Hier sofort der ballführende Spieler, im Fall Wolf, gedoppelt, auch wenn er dann letztlich gefoult wurde. Rapid kommt hier einfach besser in die Zweikämpfe, schließt diese auch besser ab, auch wenn dieser als verloren gewertet wird, nachdem er ja in einem Foultief endete. Reiter versucht, gleich meine Worte da zu widerlegen. Salihi, ja, etwas zu lasch, da war mehr drin vor diesem Zweikampf mit Johanna. Grünwald, Šimković, links Klapf, jetzt etwas mehr Platz für eine Flanke. Was macht Wolfgang Klapf drauf? Draus schießt den Ball hinters Tor. Zum ersten Mal Wiener Neustadt mit richtig schön Fahrt und mit Direktspiel Richtung gegnerischen Strafraum unterwegs und dann so ein Kurt Russ Memorial via Flanke hinters Tor. Nicht hinterm Tor, sondern auf der Ehrentribüne natürlich. Rapid-Präsident Rudolf Edlinger und daneben den Herrn mit der Brille haben Sie sicher auch erkannt. Big Spender Frank Stronach ist in the house. Schauen, ja, sprechen, nein, seine Devise am heutigen Abend. Zumindest was den Umgang mit dem Fernsehen betrifft. Jetzt startet wieder Jelavic, der Ball allerdings gedacht für Kavlak. Ball noch im Spiel. Also Wiener Neustadt darauf bedacht, in der eigenen Hälfte die Passwege zuzustellen, aber immer wieder, wenn es Rapid dann mit dem langen Ball aus der eigenen Hälfte versucht, sind die Blauen hier unter Druck und laufen Gefahr, überlaufen zu werden. Genauso ist ja auch der bislang einzige Treffer entstanden. Wolf. Oh, da kommt Markus Heikkinen mit hohem Tempo. Kein Fall. Starker Einsatz des Finnen, der Patrick Wolf aus dem Gleichgewicht gebracht hat, aber von Elfmeter keine Spur. Und das muss die erste Gelbe geben in dieser Partie. Johanna gegen Jelavic. So ist es. Minute 24. Zum ersten Mal greift Louis Hofmann zur Verwarnungskarte. Bei Johanna blinkt langsam das Alarmlämpchen, das ist die vierte Verwarnung in dieser Spielzeit. Und die wird völlig zu Recht ausgesprochen, das war sogar schon ziemlich dunkles Gelb. Ja, den Ball hat er hier nicht getroffen. Bei Andreas Dober weiß man nie so genau, das sind fast 35 Meter, er hält drauf und dann kommt der Ball über Reiter zu Suma. Aber der ebenso wie Patoka ja nicht unbedingt ein Stürmer
Immerhin, Roger Sommer hat vor 8 Tagen mit seinem bislang einzigen Bundesliga-Torschuss auch gleich sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Steffen Hofmann in Diskussionen mit Andreas Feichtinger, dem Schiedsrichterassistenten auf der anderen Seite. Der hat allerdings keine Lust, diesen Dialog fortzusetzen. So, jetzt hat Andreas Dober Steffen Hofmann überholt, was die meisten Ballkontakte bei Rapid betrifft. Dieser Ansatz von Pelivan spricht Bände. Rapid attackiert früher als die Wiener Neustädter. Rapid stört den Gegner dadurch extrem im Spielaufbau. Rapid scheut den Zweikampf und eine gewisse Portion Härte nicht. Da war jetzt schon recht viel Frust dabei bei Patrick Wolf gegen Yasin Pelivan. Dem jungen Nationalspieler bleibt da regelrecht die Luft weg. Der Louis Hofmann, ein sehr sozial denkender Referee, hilft Rapids Jungstar hier auf die Beine. Einwurf Daniel Dunst. Mit dem Steilpass für Dunst, Helge Peier gefordert und das hat er sehr gut gelöst. Gut antizipiert, kommt nicht von ungefähr. Und das war diese Geschichte mit Wolf und Heikkinen. So weit entfernt von einem Strafstoß wie Glasgow von Wiener Neustadt. Also vom Spielaufbau kann man jetzt bei den Blauen gar nicht mehr sprechen. Kein Wunder, dass es Johanna vorhin mit dem Steilpass über 40 Meter versucht hat. Heikkinen. Jelavic, abseits oder Foulspiel Jelavic. Fahne blieb unten von Andreas Feichtinger. Das war auch, denke ich, richtig so. Ja, kaum Zeit, sich den Ball herzurichten. Ein First Touch steht dem jeweiligen Wiener Neustädter eigentlich in 9 von 10 Fällen schon ein Gegenspieler auf den Zehen. Patogar mit der Schulter. Boah, und dann kommt Mario Reiter mit gestreckten Beinen angerutscht. Also eher eine Ausnahme beim Heimteam, was die fehlende Aggressivität in den Zweikämpfen betrifft. Peter Packholt spritzt morgen seinen Herrenabend. Er sagt in Salzburg leise Servus, aber Sie, liebe Zuschauer, können eine anständige Männerrunde verfolgen. Ab 21.15 Uhr auf Sky Sport Austria zu Gast Experte Didi Kübauer, der zukünftige Ex-Sportdirektor von Salzburg Heinz Hochhauser und der wortgewandte Werner, ich sag's nur mal, Gregoritsch, der heute mit seinen Kapfenbergern den 4. Auswärtspunkt in dieser Saison erobert hat mit dem 0:0 in Graz. Zu Hause gab es ja erst 3 Zähler für den KSV Superfan. Thank you.
Also die Angriffsbemühungen der Wiener Neustädter enden mal wieder im Bereich der Mittellinie. Wenn wir schon bei Kapfenberg waren, an diesem Wochenende hat ja die Saison der Basketballer begonnen und das Topspiel der ersten Runde gibt es morgen ebenfalls auf Sky Sport Austria. Die Kapfenberg Bulls zu Gast bei den Allianz Swans in Gmunden. Ja, wie hat Jörg Kühne mal gesagt, bei Sky endet das Sportwochenende erst am späten Montagabend. Recht hat er. Wolf auf den Spuren von Reiter, der 23er und der 33er lassen es jetzt in den Zweikämpfen krachen. Die Folge dieses letzten Einsteigens, Freistoß Rapid, Markus Katzer. Wolf auf Kurtisi, kein Abseits von Kulic. In der Mitte Kurtisi. Aber zu ihm kommt diese schwache Hereingabe von Samuel Kulic nicht. Da waren jetzt 5-6 Neustädter in der Vorwärtsbewegung. Und das gibt wohl Geld Nummer 2 gegen Wolfgang Klapf. So viel zum Thema viel Spielraum für Steffen Hofmann. Nichts mit Geld. Nur Ermahnung für den linken Außenverteidiger des SC Magna. Da ist er viel zu spät, trifft nur das rechte Schienbein von Hofmann. Eigentlich ein Lehrvideo für eine gelbe Karte. Oder das Zeigen selbiger. Gelbe Karten können nicht fernsehen. Und das zweite Foul innerhalb von 40 Sekunden von Klapf. Und nach der Ermahnung ist es jetzt soweit. Zweite Verwarnung im Spiel. Hofmann nützt natürlich diesen Kontakt auch, um hier sehr knieweich zu werden, aber eine gelbe mit Ansage. Jetzt auch Summer natürlich mit vorne drinnen. Freistoß von Hofmann wäre beinahe bei Katzer gelandet. Pelivan mit dem Ausrutscher und jetzt könnten sie ausschwärmen, die Blauen. Was machen sie? Gedanklich zu langsam, Daniel Dunst. Zuma hat alles im Griff, Rapid kommt wieder. Niki Zegelevic ausgesprochen bemüht, auch wenn er in den letzten Minuten in den Zweikämpfen vermehrt als Verlierer hervorgegangen ist. Dieser Treffer zum 1-0, heute übrigens erst sein zweites Auswärtstor in der österreichischen Bundesliga. Das ist alles mit vorheriger Ansage, mit fußballerischem E-Mail, was Wiener Neustadt in den ersten 33 Minuten dieser Partie offensiv bietet. Da ist wieder Jelavic und diesmal geht die Fahne von Andreas Feichtinger hoch. Das ist die erste Abseitsentscheidung in dieser Partie und die war äußerst knapp. Wir können es überprüfen für Sie, liebe Zuschauer. Da ist die Kopfballvorlage und das linke Bein von Jelavic in strafbarer Abseitsposition. Radarauge, Feichtinger, gut gesehen. Ihnen eingangs gesagt habe, zumindest die Hälfte der gut 7000 Zuschauer ist hierher gekommen, um Rapid zu sehen. Genau diese gute Hälfte sorgt auch für die Stimmung hier im Stadion Wiener Neustadt. Für den SC eigentlich ein Auswärtsspiel im eigenen Stadion.
seit diesem Roller von Patrick Wolf nach einer guten Viertelstunde haben die Wiener Neustädter auch nicht mehr auf das Gegners Tor geschossen. Grün-Weiß in dieser ersten Hälfte die absolute Modefarbe. Rapid hat die Partie unter Kontrolle und im Gegensatz zum vergangenen Donnerstag hat der Rekordmeister den Gegner auch nicht mit einem bösen Eigenfehler zum Leben erweckt. Ein böses Einsteigen von Markus Katzer bringt dem Linksverteidiger die gelbe Karte. Erste Verwarnung für einen Rapidler in dieser Partie. Ja, Wolf gegen Katzer, da hat sich schon einiges angebahnt. Auch für Markus Katzer wie für Petra Johanna die vierte Verwarnung in dieser Saison. Damit läuft der Mäcki in der nächsten Partie von Rapid beim Auswärtsspiel gegen Sturm Graz am 18. Oktober auf Reserve. Gelavic gut gestartet, das war sicher kein Abseits, aber der Ball kam nicht bis zu ihm. Er wollte Markus Heikkinen, der in dieser Saison auch seine offensiven Talente entdeckt hat, mit einem Gusto-Stückerl Salihi in Position bringen. Vielleicht gelingt ihm das jetzt. Jelavic. Ja, da hat Petr Jana gut reagiert. Aber nachträglich gibt es den Freistoß für Rapid. Da hat Louis Hofmann kurz abgewartet. Vorteil ja oder nein? Durch das Eingreifen von Johanna lautete die Antwort nein. Hier das Foul an Jelavic. Begangen von Tomasz Szymkowicz. Der Dunst jetzt mit einem etwas rüderen Einsteigen. Also die Neustädter entwickeln eine gewisse Härte in den Zweikämpfen. Allerdings bringt ihnen das auch nichts, weil 4 von 5 dieser Duelle Mann gegen Mann letztlich als faul ausgelegt werden und das zu Recht. Salih mit einem für die Galerie. Sebastian Gieshammer hatte die Fahne oben. Entscheidung, Ball bereits mit vollem Durchmesser über der Seitenlinie und daher Ballbesitz für die Blauen. Selbe Spielchen auf der anderen Seite, kein Vorteil Wiener Neustadt, daher Freistoß Wiener Neustadt. Ausführen wir den Alexander Grünwald, der hat die besten Zweikampfwerte aller Neustädter in diesen ersten 38 Minuten. Diesmal unpräzise von Jelavic abgespielt, aber mit Hilfe des Kollegen Zufall, der sich da beinahe noch eine Chance für Salih hier eröffnet. Willi van Katzer läuft sich da frei. Gute Position und wollte er schnell den Querpass Richtung Jelavic anbringen. Petr Johanna hält da hinten bei Wiener Neustadt so ziemlich alles zusammen. Wesentlich aktiver als sein Kollege in der Innenverteidigung Christian Ramsebner, auch wenn es jetzt den zweiten Eckstoß für Rapid gibt. Hofmann ist mal in den 5-Meter-Raum. Viel Arbeit hier für Sascha Fornezzi. Gar nicht einfach für den Torhüter, da da vor ihm Nikita Jelavic hochgesprungen ist. Bildbeweis hier. Nochmals Hofmann nach dem gleichen Motto vor Netzi, auch den hätte er an einem sehr guten Tag wohl auch runtergepflückt.
Aber was soll's mit dieser Faustabwehr, leitet einen Konter ein, gut rausgelaufen von Pelivan und Heikkinen und daher Patrick Wolf doch einige Meter im Abseits. Zaubern. Im Gegensatz zu der Aktion von Salih von vorhin gibt es diesmal auch Einwurf für Rapid. Bewegung. Der Kommentar von Peter Backholz: sehr viel Bewegung macht Jelavic. Wesentlich mehr als er hier, als Hamdi Salih. Ja, Peter Backholz fürchtet wohl, dass sein Team sich zu sicher fühlt. Mit zu wenig Nachdruck hier auf einen zweiten Treffer spielt. Weiter. Wieder gedacht für Šimković, der sich wieder mal ganz gut gelöst hat von Dober, aber auch diese weiten Passbälle mit der Seitenverlagerung einfach zu unpräzise beim SC Wiener Neustadt. Spiel an Jelavic. 21 Zweikämpfe hat der bestritten in dieser ersten Hälfte, die sich langsam aber sicher dem Ende entgegenneigt. 11 davon immerhin gewonnen. 3 Torschüsse, 1 Treffer. Mr. Europacup ist auch zurück in der Tipp 3 Bundesliga, powered by T-Mobile. Und der Rapid-Strafraum für Wiener Neustadt, so etwas wie eine verbotene Zone in dieser Partie bisher. Die beiden Torschüsse des SC resultierten aus Weitschussversuchen. Im Strafraum eigentlich nur eine heikle Situation mit Patrick Wolf. Ansonsten die Rapid-Defensive und die beginnt bei diesem Auswärtsspiel ja schon im Mittelfeld, wo die Räume perfekt zugestellt werden mit einer Top-Leistung gegen einen allerdings recht schwachen Gegner, zumindest nach 43 Minuten. Upsi, jetzt hat es den guten Sebastian Gieshammer beinahe ausgehoben. Aufgehoben wurde eine nächste Offensivbemühung der Neustädter. Also, der Assistent kurz vor einem Fritze lag, Daniel Dunst, und der Fotograf dort hinter der Torauslinie ebenso. Ja, der Stürzler hätte Mike Stewart, der Kapitän des Villacher SV, im Rahmen einer Eishockey-Sendung wohl gesagt. Dieser Querpass von Johanna auf Klapf.
Der nächste Ballverlust, Šimković versucht ihn zu korrigieren, das gelingt allerdings nur noch per Foulspiel. Andreas Dober heute noch ohne jeglichen Aussetzer, ganz im Gegenteil. Und Steffen Hofmann außer sich. Wir sehen die Reaktion, die Drehung Richtung Namenskollegen Louis. Aber davon abgesehen, dass er vielleicht eine gelbe Karte mehr verteilen hätte können, Louis Hofmann in dieser Partie, noch ohne Schnitzer. Das war in den vergangenen Spielzeiten speziell ja nicht unbedingt an der Tagesordnung. Interessante Variante hier von Suma, einem Zweikampf mit Sanel Kulic auszuweichen. Also 30 Sekunden noch in einem wenig aufregenden ersten Durchgang. Die Rapid-Fans haben ihre Freude, singen unaufhörlich. Rapid führt hier, ohne sich besonders anstrengen zu müssen, mit 1:0. Und wenn sich der SC in der zweiten Hälfte nicht extrem anstrengt, wird es heute keine Punkte geben. Das war's. Nikica Jelavic hat den Unterschied gemacht, hat Rapid hier recht früh in Minute 10 mit 1:0 in Führung gebracht, aus einem perfekten Konter, den allerdings auch Christian Ramsebner mit ganz schlechtem Stellungsspiel möglich gemacht hat. Halbzeit Neustadt 0, Rapid 1. Gleich gibt's im Studio alles weitere, auch zu den anderen beiden Spielen am heutigen Abend. Schöne Tore hat es auch heute gegeben in der Bundesliga und jede Menge Aufregung, vor allem in Salzburg. Das sind Bilder Sekunden nach dem Abpfiff von Schiedsrichter René Eisner in der ersten Spielhälfte. Frankie Schinkels und seine Kärntner Spieler belagern da den Referee. Wir werden gleich drauf schauen, warum das so war. Herzlich willkommen auf alle Fälle wieder im Sky Fußball Studio. Wir werden gemeinsam mit unserem Experten, mit Andreas Herzog, jetzt alles noch einmal genau beleuchten. Blicken zuvor aber auf die Zwischenergebnisse nach 45 Minuten. Wiener Neustadt gegen Rapid steht 0:1. Die Austria führt gegen Mattersburg mit 1:0. Salzburg gegen Kärnten mit 3:1. Und das 0:0 im steirischen Derby. Sturm gegen Kapfenberg. Das ist bereits ein Endstand. Dort führt Rapid mit 1:0. Torschütze Nikica Jelavic. Am Donnerstag hat er im Celtic Park getroffen. Bereits nach 3 Minuten heute hat er 11 Minuten gebraucht für seinen Treffer nach dem Pass von Dober. Aber Fornezzi, der Wiener Neustädter Goalie, der zögert da. Ja, der Torhüter hat gezögert, aber trotzdem. Der Ramsey, ein Spieler von mir von der U21, verhält sich hier auch falsch. Er kommt zu weit entgegen, macht den Raum auf, dann kommt ein wunderschöner Schubfall von Andi Dober in den leeren Raum. Und dann, glaube ich, unterschätzt er Fornezzi den Ball. Wenn er richtig rausgeht und hingrätscht mit Händen, Füßen voraus, kommt der Jelavic wahrscheinlich gar nicht mehr zum Abschluss. So bleibt er stehen, weil er glaubt, er überlupft ihn. Er spitzelt ihn vorbei, rollt ihm dann ins leere Tor. Also es waren zwei Fehler in der Neustädter Abwehr. Wie schätzen Sie die Leistung von Rapid ein in den ersten 45 Minuten? Ja, für mich waren sie die klar bessere Mannschaft. Und jetzt wird man sehen, eben den Kräfteverschleiß, ob da die sowohl Mattersburg als auch Neustadt da zulegen können. Sie müssen beide zulegen. Und es wäre für mich schon überraschend, wenn die Mannschaften, die jetzt Woche für Woche fast zweimal die Spiele haben, dass die da körperlich frischer und fitter sind wie die anderen. Willkommen zurück im Stadion Wiener Neustadt, wo es heute wesentlich ruhiger und gemächlicher zugeht als in Salzburg oder auch im Horststadion. Schiedsrichter Nummer 4, Bernhard Brugger, hatte auch noch keinen Grund, hier irgendwie in die Partie einzugreifen. Seine einzige Glanztat war die Anzeige der einen Minute, die Schiedsrichter Hofmann über die 45 noch drüber spielen ließ. Kein Wechsel, weder bei Blau noch bei Grün-Weiß. Nur 8 Torschüsse gab es in dieser ersten Spielhälfte. Damit wurde das bisherige Saisonminus eingestellt. Die
lächerlichen 2 von Wiener Neustadt. Beide Zweitschüsse habe ich Ihnen schon im Rahmen des ersten Durchgangs vermittelt. Also harmlos wie heute war der SC Magna eigentlich bisher nur in Runde 1. Da lagen die Neustädter auch 0:1 hinten, allerdings nicht gegen Rapid, sondern gegen Austria Kärnten, holten aber mit 2 späten Treffern letztlich noch einen 3:1 Sieg. So ein Déjà-vu wünscht sich wohl auch das Trainerteam rund um Heli Kraft. Peter Backholt darf auch noch Platz nehmen. Jetzt ist alles angerichtet für Hälfte 2. 11 links, 11 rechts, alles bereit an die Arbeit, meine Herren. Wiener Neustadt ganz in Blau in der zweiten Hälfte von rechts nach links. Natürlich fehlt dem Aufsteiger auch ein Ideenspender im Mittelfeld, in Václav Koloschek zum Beispiel. Diese Rasselbande mit Šimković, Grünwald, Reiter und Wolf konnte keinerlei Akzente setzen. Patrick Wolf noch der aktivste auf dem rechten Flügel, der sich da auch immer wieder, jetzt ist er am Ball, in Zweikämpfe mit Markus Katzer hineingetraut hat. Aber Reiter ja eher der Mann fürs Grobe, sprich für die Sechserposition. Und die Impulse kamen eigentlich weder von Grünwald noch von Šimković. Menzo Kurtisi in den ersten 15 Minuten recht agil, mit hohem Laufpensum, ist ebenso wie die gesamte Mannschaft, was die Offensivbemühungen betrifft, mit Fortdauer von Hälfte 1 richtig gehend abgesagt. Johanna versucht wieder einen Steilpass, Kulic wollte da per Kopf weiterleiten für Kurtisi. Aber Rogi Suma hat da hinten alles im Griff, der hat nicht umsonst die zweitbesten Zweikampfwerte aller Abwehrspieler in der Liga. Knapp hinter Jacek Bonk von der Wiener Austria. Und dabei hat Sumer bis zum heutigen Tag ja auch erst 5 Bundesligaspiele in den Beinen. Würde mich nicht wundern, wenn er schon bald diese Spezialkategorie der Liga anführen würde. Beispiel Patoka an Kulic, der immer wieder versucht, die Bälle, die auf ihn kommen, mit dem Körper abzudecken, mit der Brust anzunehmen, Platz für einen Nebenspieler zu schaffen, mit dem Kopf auch abzuscherzeln. Allein die Erfolgsquote ist bisher fast null. Jetzt gibt es wenigstens den Freistoß durch Reiter. Wieder Richtung Kulic gezirkelt, wieder zieht er gegen Suma den Kürzeren. Und Salihi recht unsanft gebremst von Ramsebner. Das war immerhin schon das 27. Foul in dieser Partie. Wiener Neustadt hat da ganz knapp mit 14:13 die Nase vorne. Aber bis auf die Attacken, die auch zu gelben Karten geführt haben, 3 sind es mittlerweile an der Zahl. Und eine recht resche Aktion von Kavlak gegen Kulic, die ungeahndet blieb. Keine bösen Fouls. Grünwald. Ja, und Helge Payer kaum geprüft, aber wenn Rapid ihn braucht, dann ist er da. Ein wenig erinnert an diese Situation in der Nachspielzeit in Glasgow, als ein langer Ball wie ein Stein runtergefallen ist. Bayer konnte den gerade noch über die Latte drehen. Wollte das Grünwald so? Ja oder nein? Sei dahingestellt. Eckstoß, Patrick Wolf. Und dann Šimković mit seinem eher weniger begnadeten rechten Fuß in den Wiener Neustädter Abendhimmel.
da so ein Angriff der Blauen, der im Bereich der Mittellinie schon versandet. Aber ein gutes Tackling von Johanna. Šimković. Kulic lauert auf das Zuspiel. Šimković nimmt das Tempo raus. Und steigt Wolfgang Klapf wieder aufs Gaspedal. Wieder Šimković. Da wird es recht eng. Ja, und Isali beteuert da zwar, dass er den Ball nicht mehr berührt hat. Ich denke, die Entscheidung Einwurf in der Neustadt geht schon in Ordnung. Reiter. Abseitsentscheidung gegen Wolf, der da im Augenblick der Ballabgabe aus dem strafbaren Abseits zurück dem Ball entgegengelaufen ist. Hier der Bildbeweis. Nur kurzfristig zwei Spielgeräte. Der junge Mann hat noch einen weiteren Ball mit. Zum Glück heute Cem Atan nicht zu Gast in Wiener Neustadt. Ja, das ist ein Beispiel für die Majorität der Fouls in dieser Partie. Immer wieder so kleine regelwidrige Zweikämpfe im Mittelfeld, die natürlich auch den Spielfluss brechen, aber genau das möchte auch Rapid, möchte Wiener Neustadt nicht ins Spiel kommen lassen. Nach 51 Minuten ist das dem Rekordmeister gut gelungen. Jetzt Rangold Summer mit einem blutenden Cut und das schaut ganz böse aus. Oh oh! Aber die Rapid-Bank schon in hellster Aufregung. Viel Arbeit kommt da auf Dr. Zivko und Marcel Frey zu. Das war kein Foulspiel. Er hat da mit voller Wucht den Hinterkopf von Sanel Kulic aufs linke Auge bekommen. Und da ist oberhalb des Auges einiges aufgeplatzt. Und Rapid hat also durch das Fehlen von Hannes Eder keinen gelernten Innenverteidiger auf der Ersatzbank. Sollte es für Summer nicht weitergehen, könnte ich mir vorstellen, dass Heikkinen zurückgezogen wird. Aber der beinharte Norweger wird wohl auf die Zähne beißen. Dann wird getackert. Und nicht nur Summer hat diese Eisenschädelabteilung nicht unfallfrei überstanden. Auch hier sehen Sie auch Sanel Kulic hat eine Platzwunde am Hinterkopf. Und der kann wohl nicht weiterspielen. Hannes Aigner bereit für seine Einwechslung. Also ein Luftzweikampf mit Folgen. Kulic schon auf dem Weg in die Kabine, Hannes Aigner auf dem Weg aufs Spielfeld. Und die Behandlung von Summer wird wohl noch einige Zeit dauern. Aigner hat immerhin schon zwei Saisontreffer für den Aufsteiger beigesteuert. Jetzt ist allerdings auch schon ein Zeiter leer am 22. August. Grünwald, jetzt schwärmen sie mal zu viert aus und der Pass von Alexander Grünwald in den Lauf von Mensa Kurtisi zu unpräzise. Also wie ich es vermutet habe, Markus Heikkinen nimmt zumindest mal vorübergehend die Position von Summer in der Rapid-Viererkette ein. Ja, zart beseitete Zuschauer lieber wegschauen. Ähnlich wie beim Eishockey wird hier Summer mit Tacker und Schere wohl wieder Matchfit gemacht. Und in bester Carsten-Janker-Manier wird Summers Kopf dann vielleicht auch ein schmucker Turban in Zukunft zieren. Das Cut ist auf jeden Fall mal dicht. Die Blutung vorläufig gestillt. Jetzt muss Summer natürlich dem gestrengen Blick von Bernhard Brugger standhalten.
wirklich kein Blut mehr. Okay. Der Norweger ist zurück unter dem tosenden Applaus der Rapid-Fans. Der fragende Blick von seinem Sitznachbar im Flieger bei den Auswärtsreisen. Markus Häkkinen, geht's wieder? Es geht wieder. Der Finne wieder auf seiner Position im Mittelfeld. Da wollte er gleich mal Salih hier einsetzen. Es ist ein anderer Häkkinen, den wir in dieser Spielzeit zu Gesicht bekommen. Vor allem im ersten Jahr mit Rapid darauf bedacht, nur ja hinten nichts anbrennen lassen. In dieser Spielzeit wagt er sich vermehrt in die Offensive und versucht auch dort das Spiel seiner Mannschaft anzukurbeln. Vor allem dann, wenn Steffen Hofmann so wie heute über weite Strecken seiner Position rechts im Mittelfeld treu bleibt. Vielleicht kommt jetzt neue Bewegung ins Rapid-Mittelfeld. Co-Trainer Paul Di Rotta hat mal Branko Boskovic vom Aufwärmen zur Bank zurückgeholt. Das ist der Montenegriner, der in der Bundesliga erst einmal in der Startelf bei Rapid stand, hat sich ja im Mai schwer verletzt in dem Spiel, in dem er auch seinen bislang letzten Bundesliga-Treffer erzielt hat, in Linz der Armbruch. Nicht ganz zufrieden scheint Peter Backholt mit Veli Kavlak zu sein, den wird nämlich Boskovic in Bälde ablösen. Gut gemacht von Salihi, Ball behauptet, Pelivan mit viel Platz, Kavlak vielleicht mit seinem letzten Auftritt am heutigen Abend. Willi Kavlak, 2-0! Und überlegt sich's Peter Backholt jetzt nochmal? Ich glaube nicht. Der letzte Auftritt von Willi Kavlak führt in Wiener Neustadt zur 2-0-Führung in Minute 57. Erster Saisontreffer für Kavlak und was für einer! Also wenn wir schon Mensur Kurtisi als Kandidaten für das Tor des Monats nominiert haben, auch dieser Treffer hat, denke ich, gute Chancen. Willi Kavlak verabschiedet sich mit seinem ersten Ligator seit Anfang April unter großem Beifall der Rapid-Fans aus dieser Partie. Da ist Branko Boskovic, der sich in der Liga und in Europa League Auswärtsspielen, also mit der Reservistenrolle, anfreunden musste. Nochmals Kontrolle bei Roger Summa. Bernhard Brugger sagt auch jetzt, alles okay. Weiterspielen bitte. Salihi, kein Abseits. Salihi, Petr Joana. Bleibt dabei. Der Einzige, der bei Wiener Neustadt in Normalform agiert, der hinten dafür sorgt, dass die Mannschaft nicht noch höher zurückliegt und sogar im Spiel nach vorne Impulse gegeben hat. Kein Abseits, meistens der, der die Hand hebt, hebt es auf. So auch in dieser Situation. Ecke Hofmann. Aha, ähnliche Variante wie bei den Kärntnern heute, aber Toba kommt nicht zum Abschluss. Nur Helmut Kraft hat die Zeichen der Zeit erkannt, bringt einen frischen Stürmer, nimmt Mensur Kurtisi aus der Partie. Der gebürtige Mazedonier mit Rapid-Vergangenheit, was den Nachwuchsbereich betrifft, heute in den ersten 15 Minuten stark, dann durchsichtig. Diego Viana
darf mittun. Der Brasilianer mit einem Saisontreffer und der ist schon etwas mehr als 2 Monate her, damals beim 2:1 Heimsieg gegen die SV Josko Red. Also statt Kulic und Cortisi sind in der letzten halben Stunde Aigner und Johanna wohl dem, der da die Wahl hat, Bellikraft. Aber ob es reicht? In der Neustadt weit von der Leistung vor 8 Tagen im Hanapi-Stadion entfernt. Hannes Aigner fügt sich mit einer gelben Karte in dieses Spiel ein. Eine richtig schöne Kopfnuss gab es da im Luftduell für Andreas Dober. Der Ellbogen ausgefahren. Dober auch einer, der gerne mal etwas Zeit auf dem grünen Rasen verbringt, aber die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Und Andreas Dober, der Assistgeber zum 1:0 mit seinem bereits 63. Ballkontakt in dieser Partie. Damit stellt er Steffen Hofmann vorläufig mal in den Schatten. Aber die rechte Seite bei Rapid auch die wesentlich gefährlichere. Auch wenn der Treffer zum 2:0 eigentlich über links durch Kavlak entstanden ist. Oh, Hofmann, da bekommt er noch eine richtig schöne mit von Simkovic. Und das lang, nachdem der Rapid-Kapitän den Ball abgespielt hat. Die nächsten Freudenfeuer in einem Rapid. Gästefan-Sektor. Die Feierlichkeiten der Hütteldorfer scheinen kein Ende zu nehmen. Und Strapazen hin oder her, Erfolge auf internationaler Ebene geben auch so viel Selbstvertrauen für die Bundesliga, dass man da das eine oder andere Wehwehchen schon mal wegsteckt. Zusammenspiel mit Aigner. Endlich mal ein halbwegs brauchbarer Ball in den Rapid-Strafraum. Aber Sommer, auch wenn er auf dem linken Auge durch diese Verpflasterung wahrscheinlich nicht mehr 100% Sehkraft hat, früher am Ball als der Gegenspieler. Grünwald, der Top-Vorbereiter, der Neustädter mit dem Eckstoß. Werner. Das war kein Kopfball aufs Tor und auch nicht unbedingt eine gelungene Ablage, aber immerhin mal ein gewonnenes Duell des SC Wiener Neustadt in des Gegners Strafraum. Viana gegen Katzer. Und auf der Salihi mit Ramsebner, der sich da nicht wirklich geschickt anstellt, dann auch noch die Gurke bekommt und das muss 11 Meter sein eigentlich, oder? Dieses Tackling von Johanna Anjelovic, oder braucht Ihr Kommentator eine stärkere Brille? Boskovic. Gute Spielverlagerung, Dober zieht wieder auf, aber zu spät. Schauen wir noch mal hin. Johanna gegen Jelavic. Nein, nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Jelavic sucht den Kontakt, fällt dann über die gestreckten Beine des Tschechen. Kleiner Hinweis an meinen Optiker.
Šeković, der jetzt etwas agiler agiert als vor der Pause. Wiener Neustadt mit den zwei frischen Stürmern auch darauf bedacht, hier endlich mal so etwas wie leichten Druck auf den Gegner auszuüben. Aber Rapid macht das nach wie vor sehr geschickt mit den beiden Defensiven im Mittelfeld, mit Pelivan und Heikkinen wird der einfache Weg in den Rapid-Strafraum versperrt. Patoka früher dran als Wolf. Eckstoß Nummer 3 für den SC. Und wieder darf sich Alexander Grünwald versuchen. Ja, der war auch nicht schlecht. Dober, Kopfballsieger im Zentrum. Da gut gearbeitet, diesmal mit Fernmitteln Daniel Dunst gegen Steffen Hofmann. Es gibt Eckstoß. Der Caritas-Hammer von Alexander Grünwald hier noch leicht abgefälscht. Also zumindest kommt Wiener Neustadt jetzt zu versuchen, den Kasten von Helge Peier zu gefährden. Rapid mit erst 9 Gegentreffern, das sind die wenigsten ligaweit. Nicht nur Helge Peier, sondern einer starken Defensive zu verdanken. Auswärts überhaupt erst 4-mal bezwungen. Yasin Pelivan, der mittlerweile auch schon englische Premier League Manager auf sich aufmerksam gemacht hat, sehr energisch, hier mit Fernmitteln nicht vom Ball zu trennen. Steve Bruce vom FC Sunderland soll ja Interesse gezeigt haben, auch an Niki Zajelavic, aber so schnell wird er die beiden nicht bekommen. Sunderland ja gestern fast mit einer Top-Sensation 2-1 geführt bei Manchester United. Bis in die Nachspielzeit und dann hat ausgerechnet der kleine Bruder von Rio Ferdinand, Anton, mit einem Eigentor den zum Greifen nahe Auswärtssieg des FC Sunderland verhindert. 2-2 dort der Endstand. Oh, Hofmann, unfreiwillige Vorlage für Aigner. Da kommt nochmals ran. Ja, dann spekuliert Viana, worauf eigentlich. Wenn er da dem Ball entgegengegangen wäre, hätte es vielleicht besser ausgesehen. Kerzer war zwar nicht so gedacht, aber warum denn nicht? Und dann tänzeln sie und dann nimmt Branko Boskovic den Ball an und das war auch nicht so toll. Hamdi Salihi holt aus, Boskovic tut das auch. Salihi hätte hier wahrscheinlich die bessere Schussposition gehabt. Und damit bleibt der Albaner in dieser Partie weiterhin ohne Torschuss. Aber immerhin hat der SC Wiener Neustadt auf der anderen Seite in diesen 23 Minuten der zweiten Hälfte schon doppelt so viele Torschüsse losgelassen wie vor dem Seitenwechsel. Insgesamt sind es jetzt 6, allerdings kam da auch nur ein einziger und das war einer verunglückter von Grünwald aufs Tor. Jelavic, 3-0 Rapid, gute Nacht Wiener Neustadt. Da hat er vor dieser Partie nur einmal auswärts getroffen, heute in einem Spiel gleich doppelt. Und diese lange Schaffenspause in der Bundesliga ist gleich doppelt beendet. Das schwache Zweikampfverhalten von Klapf. Und dann, ich habe es Ihnen schon angekündigt, Markus Heikkinen
Frage nur, Jelavic abseits oder nicht abseits. Das war eine sehr knappe Angelegenheit. Aber Sebastian Gieshammer hat sofort gezeigt, weiter. Und Jelavic lief auch weiter. Und für Markus Heikkinen die erste Torvorlage in dieser Spielzeit. Boskovic, Rezali, naja, wer braucht schon viele Torschüsse? Mit seinem ersten macht der Albaner das 4-0 und macht diesen Abend für alle Wiener Neustädter zu einem absoluten Albtraum. Boskovic, der schon vor 8 Tagen einen Treffer als Joker vorbereitet hat mit dem idealen Zuspiel. Neustadts Defensive in kollektiver Auflösung. Hamdi Salihis 6. Saisontor, sein 4. für Rapid. Und ganz unüblich, dass auch mal ein Peter Pakult bei einem Treffer der Grün-Weißen kurzfristig aber doch in Jubel ausbricht. Und der arme Sascha Fornezzi hat in dieser Partie, die ist jetzt 71 Minuten alt, noch keinen einzigen Ball abgewehrt. Aber schon 4 Gegentore kassiert. Wie zieht sich der SC Wiener Neustadt da aus der Affäre? Das Ganze noch dazu vor den Augen von Frank Stronach. Diese Partie kann Ernst Neumann am Telefon nicht schönreden. Bezeichnet, dass Helmut Kraft gleich noch bald wechseln wird und einen defensiven Mittelfeldspieler für einen offensiver orientierten ins Spiel bringt. Happy Expander, das war nix. Grünwald hat es in Kürze überstanden. Michael Stanislav ist bereit für seinen Auftritt. Für seinen ersten in der Fußball-Bundesliga. Boskovic. Jetzt kommt Jelavic mal über den linken Flügel. Wollte sich bedanken bei Branko Boskovic für den Pass. Diesmal Mario Reiter dazwischen. Spiel Wolf an Katzer. Einige Minuten war es ruhig zwischen den beiden. Yasin Pelivan hat da auch noch ein paar Worte für Wolf hinterher. Und der sieht als 4. Neustädter in dieser Partie die gelbe Karte. Die zu Recht. 5 gelbe insgesamt. Eine noch, dann hat Louis Hofmann exakt seinen Schnitt erreicht. Peter Pakult wird auch wechseln, nachdem diese Partie vor der Rapid-Viertelstunde gelaufen ist. Zunächst mal Stanislav für Grünwald, der immerhin mit einem Torschuss, das war der einzige, der auf den Kasten von Helge Peier gegangen ist. Und Mario Konrad kommt nicht etwa für Jelavic oder Salihi, nein, der kommt für Yasin Pelivan, der sich den Applaus auch verdient hat. Die erste Hälfte in Glasgow war nicht berauschend. In der zweiten hat er sich gefangen. Heute ein Garant dafür, dass Rapid im Defensivverhalten so gut wie nichts zugelassen hat. Im Verein mit Markus Heikkinen.
so wie es aussieht, spielt Rapid in der Schlussphase dieser Partie wirklich mit einem 4-3-3. Also Peter Packholt hat noch nicht genug. Ja, solche Erfolge machen Appetit auf mehr. Solche Tore, wie die, die Rapid in dieser Partie geschossen hat, auch. Hofmanns Freistoß. Ja, diesmal Farnezzi im Glück, dass der Jelavic nicht rangekommen ist. Nur mal so zur Erinnerung, liebe Zuschauer, der höchste Saisonsieg von Rapid in der Liga 5:1 nach 0:1 Pausenrückstand, damals daheim gegen Austria Kärnten, und jetzt beginnt erst die Rapid-Viertelstunde. Und da hat Rapid in dieser Saison schon 8-mal getroffen. Haben Sie Poldi Rotter da unten noch durchs Bild flitzen gesehen? Der legt seinen nächsten Sprint hin. Salihi ebenso. Die Hereingabe etwas zu brustschwach. Johanna kann den Ball entsorgen. Warum hat Poldi Rotter einen Sprint hingelegt? Peter Packholt möchte nochmals wechseln. Christian Thonhofer darf wohl auch an diesem Auswärtssieg noch aktiv teilhaben. Der Poldi zwar nicht mehr so gut zu Fuß wie seinerzeit, als ihn Ernst Happel in die österreichische Nationalmannschaft geholt hat, aber immer noch ausgesprochen fit. Zu viele Jäger sind des Vianas Untergang. Chancenlos da in diesem Dreikampf mit Heikkinen und Dober. Doch irgendwie ein Symbolbild für den Verlauf dieses Spiels. Mario Konrad beinahe mit dem 5-0, Salihi scheitert auch. Ein Tor hat Konrad ja erzielt in dieser Spielzeit, und das war bei diesem schon angesprochenen 5:1 gegen Austria Kärnten. Christian Thonhofer will, darf noch nicht. Peter Packholt wird seinem geschundenen Kapitän Steffen Hofmann wohl die letzten Minuten dieser Partie ersparen. Da ist Hofmann nochmal, will sich revanchieren, die Fahne oben. Und die Salihi im Abseits. Das war der letzte Auftritt von Steffen Hofmann am heutigen Abend. Und das war ein guter. Vielleicht hätte er da doch besser selbst aufs Tor geschossen. Salihi beim Abspiel eine 10-Breite im Abseits. Hofmann übergibt die Kapitänsschleife an Markus Heikkinen. Und verlässt nach 76 Ballkontakten, 70% gewonnenen Zweikämpfen, zwei Torschüssen und zwei Torschussvorlagen unter dem großen Applaus der Rapid-Fans das Spielfeld.
Und für den Toni endlich wieder mal Bundesliga-Luft. Erst sein vierter Auftritt in dieser Spielzeit. Das fast auf den Tag genau 7 Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt. Das hat er bei der Admira gefeiert und zwar genau auf der Position, auf der er jetzt in den letzten Minuten des heutigen Spiels tätig sein darf. Neben Hofmann haben Sie noch Christopher Drazan auch auf der Ersatzbank gesehen. Für den jungen Fritz, der vorgestern seinen 19. Geburtstag gefeiert hat, gibt es vielleicht keine Bundesliga-Minute. Da ist Donhofer, ein Kopfballungeheuer war der noch nie. Das heißt vielleicht keine Bundesliga-Minute. Peter Pakul kann ja nicht mehr wechseln, aber der Geburtstag von Christopher Drazan wurde zumindest beim Heimflug aus Glasgow schon entsprechend gefeiert. Da ist er neben Masseur Wolfgang Frey, der auch schon ein sehr breites Lächeln im Gesicht hat. Ja, etwas ungeschickt, Hannes Aigner, kein Foul von Dober, Rapid kommt wieder über Heikener. Tonhofer. Wieder Heikener. Neustadt steht tief und kann trotzdem diesen Ball in die Tiefe nicht verhindern. Johanna mit einem guten Tackling gegen Salihi. Tja, und wenn das bei 0-4 auch eigenartig klingen mag, ich sag's noch einmal, den besten Werner Gregoritsch, Manier, Petr Johanna für mich mit Abstand der beste Wiener Neustädter am heutigen Abend. Auch mit einer imposanten Zweikampfbilanz, 20 seiner 28 Duelle Mann gegen Mann hat der Tscheche gewonnen. Also der zweite Auswärtssieg von Rapid in dieser Spielzeit ist wohl schon in trockenen Tüchern. Wird es auch das zweite zu null? Das ist wohl noch eine Frage, die sich stellt. Zum ersten Mal in der Liga zu null gespielt hat Helge Payer vor 11 Tagen in Kapfenberg. Aber nachdem auch die Rapid-Ergänzungsspieler jetzt natürlich hier volle Maschine gehen möchten, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Payer noch irgendwie in Gefahr kommt, einen reinzukriegen. Aber vielleicht straft mich Daniel Dunst jetzt schon mal lügen. Nimmt den Ball aus dem Lauf, Jana mit dem Kopf. Das wird eine Vorlage für Hannes Aigner. Und Wolf, der kann ja auch aus der Distanz schießen. Das hat er hier auch gezeigt, wenn auch der Ball an der Strafraumgrenze hängen geblieben ist. Jetzt kommt Johanna auch noch mal mit nach vorne. Wird von Dunst freigespielt. Die Hereingabe dann eher schwach. Aber damit eröffnet Wiener Neustadt jetzt sogar Rapid noch etwas Raum zum Konter. Hinten fehlt Johanna, wird kurzfristig von Stanislav vertreten. Und dann verschätzt sich Klapp völlig. Tonhofer kann das nicht in einen Sprint Richtung Tor ummünzen. Ja, mittlerweile spricht auch die Statistik eine ganz klare Sprache zugunsten des SK Rapid. Wesentlich mehr Ballbesitz, wesentlich mehr gewonnene Zweikämpfe.
eine bessere Passquote. Und vor allem 14 zu 8 Torschüsse. Von den 14 kamen 6 aufs Tor, 4 waren drin. Šimković. Ja, und jetzt zeigt Schiedsrichterassistent Feichtinger das Offensivfoul an. Begangen von Patrick Wolf. Das ging für den heute phasenweise auch recht bösen Wolf sprichwörtlich ins eigene Auge. Hier nochmal der Beweis schwarz auf weiß. Das war eigentlich von Anfang an der Fall, dass Rapid hier die Zweikämpfe mehr gesucht hat als der Gegner. Jetzt aber die Chance für Viana. Und der kullert den Ball dann doch 5 Meter am leeren Tor vorbei. Die mit Abstand beste Torgelegenheit des SC Wiener Neustadt. Gespielt fast 86 Minuten. Auch möglich gemacht durch das Vorbeirutschen von Jürgen Partocker. Aber ich bin mir sicher, das ist eine Szene, die der gestrenge Peter Packholt bei der Matchaufbereitung gegenüber seinen Spielern ansprechen wird. So, also Torschuss Nummer 9 des SC. Nach wie vor jener von Grünwald, bei dem ich immer noch den Eindruck habe, das war eher eine abgerissene Flanke, der einzige, der aufs Tor von Payer kam. Kerzlein, das er dann selbst ausbläst. Heikkinen. Boskovic. Ja, Ball nochmal auf den linken Fuß. Und jetzt wollte er mannschaftsdienlich auf Jelavic ablegen. Ich denke, hier hätte er wesentlich bessere Schussposition gehabt, als bei dem Versuch, bei dem Asalihi den Ball regelrecht vom Fuß genommen hat. Die Körpersprache vieler Wiener Neustadt-Spieler zeigt hier auch, dass die Mannschaft längst diese Partie aufgegeben hat. Ganz im Gegensatz zu den Grün-Weißen. Thonhofer wollte hier nochmal was zerreißen. Der muss sich präsentieren. Bei Peter Packholt zählt er nicht zu den Lieblingen des Trainers. Diese Attacke von Klapp van Dober ahndet Louis Hofmann nicht. Oh ja. Im Eishockey wäre das durchaus ein regulärer Check gewesen. Wir halten jetzt bei 43 Fouls. Das ist knapp über dem Ligaschnitt, über 90 Minuten gesehen. 27 davon haben die Wiener Neustädter begangen. Ich habe sie verbal aufgefordert, in der ersten Hälfte etwas aggressiver zu werden, enger in die Zweikämpfe zu kommen, aber sie kamen nicht. Und wenn, dann per Foulspiel. Gutes Tackling von Andi Dober. Und dann Thonhofer gegen Klapf. Vielleicht eine kleine Revanche-Geschichte, da will sich der Toni als Rächer für Andreas Dober aufspielen, erhält dafür Geld und das sind Verwarnungen, die Peter Packholt gar nicht ausstehen kann und das wird das Standing von Christian Thonhofer beim Trainerstab nicht unbedingt heben. Jetzt hat Louis Hofmann seinen Schnitt. Ja, ja, und das ist im Extremfall rot, dieser Tritt, nachdem der Ball weg war. Gegen Klapf. Revanche-Foul. Christian Thonhofer mit Gelb, denke ich, sehr gut bedient. Ja, Vorteilsentscheidung nach dieser Aktion von Stanislav gegen Dober. Salih vorläufig mal ganz alleine. Jetzt rücken Konrad und Boskovic nach. Dunst fängt diesen Querpass aus der
20 km/h-Zone mit Leichtigkeit ab. Wir sind in der letzten Minute der offiziellen Spielzeit angelangt. Das Leiden für Wiener Neustadt wird sich um 3 weitere Minuten noch hinauszögern. Wieder Tonhofer gegen Klapf. Diesmal schiebt der Toni mit angelegtem Arm an, aber Klapf hat das unter Kontrolle. Werner musste warten, auch wenn er jetzt spielt. Jetzt war Eigner eigentlich im Abseits, aber weit davon entfernt, den Pass auch zu bekommen. Einen Freistoß für Grün-Weiß raus. Ja, Boskovic darf sich jetzt richtig schön in der Spielmacherrolle versuchen in dieser Schlussphase, seitdem Steffen Hofmann nicht mehr mit von der Partie ist. Diesmal klappt das Anspiel von Aigner auf Viana, aber Roge Suma mit einer tadellosen Vorstellung und das trotz eines sehr heftigen Cuts über dem linken Auge. Von 17 Zweikämpfen hat der Norweger gewonnen. Respekt. Ober testet einmal die Fertigkeit des Plexiglases, das die Bank rund um Helmut Kraft beschützen soll. Dieses Plexiglas hat ihn heute auch mal, das sei nebenbei erwähnt, von einem Treffer durch einen vollen Bierbecher, der aus dem Rapid-Sektor geflogen kam, bewahrt. Schimkovic, wieder Suma, Herr der Lage. Und jetzt hat es der SC Wiener Neustadt überstanden. Eine heillos überforderte, ganz schwache Mannschaft des Aufsteigers kassiert gegen einen effizient, clever und gut spielenden SK Rapid hier eine 0:4 Heimschlappe. Mit dem 0:3 durch Jelavic war die Partie endgültig gelaufen. Eine Minute später der vierte Treffer erzielt von Hamdi Salihi, so etwas wie Strafverschärfung für die Niederösterreicher. Willi Kavlak mit seinem letzten Ballkontakt, Hamdi Salihi mit seinem ersten Torschuss. So macht man hier Treffer. Pelivan und Heikkinen dürfen sich über den ersten Saisonassist freuen. Und das Blut nimmt Ronwald Suma jetzt wohl in Kauf. Gut, dass da die Länderspielpause folgt. Samuel Kulic hat diesen Kopfcrash weniger gut überstanden, musste ausgewechselt werden, was allerdings das ohnehin extrem schwache Spiel der Neustädter nicht weiter schwächen konnte. Ein einziger Schuss aufs Rapid-Tor und das, da wiederhole ich mich gerne, wohl eine abgerissene Flanke von Grünwald. Da ist Wiener Neustadt über weite Phasen auch leidenschaftslos in der ersten Hälfte gnadenlos ausgekontert. Jelavic hat seinen
Bann in der Liga gebrochen. Nach 402 Minuten wieder mal ein Tor gemacht. Ein zweites sollte folgen. Hannes Aigner hat nur eine gehörige Portion Frust mitgebracht. Paradebeispiel seine gelbe Karte nach der Attacke an Andreas Dober. Und die Rapidler kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Heute dürfen sie im Gegensatz zum Donnerstag sich auch anständig von den mitgereisten Fans verabschieden. Da geht die Welle durch das Publikum und durch eine ausgezeichnet spielende Mannschaft des Rekordmeisters. Wenn ich mal gesagt habe, Rapid gewinnt hier, ohne sich besonders anzustrengen, das hatte vielleicht natürlich optisch manchmal so den Eindruck. Aber Rapid mit wesentlich mehr gewonnenen Zweikämpfen bei den Ballkontakten konnte Wiener Neustadt in der Schlussphase sogar noch gleichziehen. Aber sei es drum. 28 zu 17 Fouls zeigt, dass die Wiener Neustädter, wenn sie mal in die Zweikämpfe gekommen sind, diese nicht regelkonform beenden konnten. Eine Statistik, die klar den klaren Erfolg von Rapid hier unterstreicht. Und von einer Müdigkeit, ganz ehrlich, war bei Rapid hier nichts zu sehen. Nikica Jelavic, der Mr. Europa League, Europa Cup, wie auch immer, ist zurück im Tagesgeschäft der Bundesliga. Aber eine ganz lustige Situation war das wohl mit Willi Kavlak. Der Wechsel angezeigt, Kavlak schnappt sich den Ball und macht mit seiner letzten Ballberührung das vorentscheidende 2:0. Jetzt hat er keinen Ball, jetzt steht er bei Rafaela Petzai. Ja, und was für ein Tor. Marke Tor des Monats, hat unser Kommentator Erich Auer gesagt. Wie sehen Sie es? Wie hat es Ihnen gefallen und wie viel Last ist abgefallen? Es war ja auch Ihr erstes Saisontor. Ja, es ist natürlich eine Last von meinen Schultern gefallen. Endlich mein erstes Saisontor. Es war eine schwierige Saison damals für mich, wegen der Verletzung. Jetzt bin ich froh, dass ich das Tor einfach gemacht habe. Branko Boskovic hat an der Linie schon gewartet, hätte eingewechselt werden sollen. Haben Sie das schon gesehen? Ja, ich habe das schon gesehen. Ja, umso glücklicher bin ich, dass ich das Tor gemacht habe. Viele haben gewarnt vor dem Spiel, dass es vielleicht schwierig werden könnte, von diesen Eindrücken im Celtic Park hierher nach Wiener Neustadt zu kommen. Wie schwierig war es wirklich da umzuschalten? Oder war es gar nicht schwierig? Nein, es war überhaupt nicht schwierig. Wir wissen, dass es eine geile Partie war im Celtic Park, aber jetzt ist wieder Alltag. Und in der Bundesliga haben wir einiges aufzumachen gehabt. Und heute haben wir die 3 Punkte geholt, das war wichtig. Gratulation zum Tor, danke. Tja, auch die zahlreichen Rapid-Fans werden sich denken, es ist richtig geil, den Grün-Weißen augenblicklich zuzusehen. Ein ausgesprochenes Desaster für den Aufsteiger aus Wiener Neustadt, der sich vor 8 Tagen beim Auswärtsspiel gegen Rapid wesentlich besser verkauft hat. Beim ersten Treffer eine Verkettung unglücklicher Umstände. Fornetzi kam letztlich zu spät raus. Christian Ramsebner hat sich beim Pass von Dober gründlich verschätzt. Ja, es ist irgendwie immer schwierig, wenn die Europacup-Helden zu Gast sind. Christian, wie schwierig war es heute, gegen die anzutreten? Ja, sicher war es ein schwieriges Spiel, das haben wir von vornherein gewusst. Aber ich glaube, letzte Woche haben wir sie besser präsentiert im Hanapi-Stadion. Heute hat es leider nicht so geklappt und somit geht auch das Ergebnis, ist gerechtfertigt. Warum hat man sich denn auswärts im Hanapi-Stadion besser präsentiert als zu Hause in Wiener Neustadt? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht so genau. Das ist halt, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Normalerweise spielen wir daheim immer stark. Heute hat es nicht so geklappt. Das müssen wir jetzt schauen, dass wir nächstes Mal Punkte wieder daheim mitnehmen. Hat man sich die Rapidler vielleicht auch ein bisschen müder erwartet? Nein, das weiß man, dass Rapid einfach eine gute Mannschaft ist, körperlich gut. So einen Gegner kann man sowieso nicht unterschätzen. Das war einfach, nein, das haben wir sich nicht so erwartet. Dankeschön. Danke. Wer konnte das erwarten? Aber mit dem Selbstvertrauen der internationalen Erfolge, mit breiter Brust, hat Rapid hier Wiener Neustadt über 90 plus 3 Minuten zu Statisten degradiert. Schauen wir auf alle Ergebnisse des heutigen Tages oder des gesamten Spieltages. Rapid gewinnt also hier deutlich 4:0. Es blieb beim 1:0 der Wiener Austria durch das Tor von Thomas John, das er aus wohl knapper Abseitsposition erzielt hat gegen Mattersburg. Salzburg deklassiert Austria Kärnten letztlich mit 7:1, Nullnummer beim Steirer Derby und schon gestern das Unentschieden beim Oberösterreich Derby. Salzburg weiterhin 3 Punkte vor der Wiener Austria, Rapid überholt. Sturm Graz stößt bei einem Spiel weniger auf Platz 3 vor, ist also schon gefühlter
Zweiter in der Tabelle nach Verlustpunkten. Ja, und ganz unten, da sitzt dem SC Wiener Neustadt plötzlich auch Werner Gregoritschs KSV im Nacken. Also die Zuschauer verlassen das Stadion. Ich verlasse Sie jetzt, liebe Fernsehzuseher. Jubel in Salzburg, Jubel bei Rapid und Jubel bei der Austria. Am Sonntagabend haben sich die großen Favoriten durchgesetzt in der Tipp 3 Bundesliga. Noch einmal einen schönen Abend. Herzlich willkommen jetzt bei Alle Spiele, Alle Tore mit unserem Sky-Experten, mit Andi Herzog. Andi, wir wollen gleich einmal auf die Ergebnisse schauen. So sind die Spiele ausgegangen an diesem Sonntag. Rapid feiert also in Wiener Neustadt einen deutlichen Auswärtssieg, Ausmaß 4:0. Salzburg kommt gegen Austria Kärnten zu einem 7:1 Kantersieg. Das sind die höchsten Ergebnisse dieser Runde. Die Austria gewinnt gegen Mattersburg knapp mit 1:0. Nur Sturm ist von den Europa-League-Teilnehmern aus der Reihe getanzt. Enttäuschendes 0:0 gegen Kapfenberg. Ja, im Großen und Ganzen schon. Also wenn man vorne mitspielen will, muss man einfach die Heimspiele auch gegen Abstiegskandidaten gewinnen. Auch wenn Kapfenberg heute tapfer gekämpft hat und auch sehr gut gespielt hat, trotzdem muss man das Spiel einfach gewinnen. Noch dazu, wo die anderen drei jetzt die drei Punkte geholt haben, werden die Grazer heute ziemlich enttäuscht sein. Wie schwierig war es, glauben Sie, für die Europa-League-Teilnehmer jetzt nach diesen zum Teil wirklich sensationellen Spielen am vergangenen Donnerstag wieder zurückzukehren in den Bundesliga-Alltag? Ja, sie haben einfach die Aufgaben bravourös gelöst und Mattersburg war zweite Halbzeit aktiver, erste Halbzeit nicht so gut. In Wiener Neustadt war von Seiten der Wiener Neustadt ganz, ganz wenig zu sehen. Und für Kärnten war es klar, dass es in Salzburg ganz schwer wird und war halt dann noch zwei, drei Entscheidungen gegen Kärnten und dann kann man einfach gegen einen Tabellenführer nicht gewinnen. Wir beginnen mit Wiener Neustadt gegen Rapid, schauen uns jetzt noch einmal die Höhepunkte dieser Partie an. Am Ende gab es einen klaren 4:0 Auswärtssieg für den österreichischen Rekordmeister Philipp Paternina. So ist es, dennoch Anspannung natürlich vor dem Spiel bei Peter Packold. Zurück aus Glasgow und zurück in den Liga-Alltag. Ja, und für Heli Krafto und Wiener Neustadt heißt es, die Heimstärke auch gegen den Eurofighter auszuspielen. 50.000 wie im Celtic Park sind es natürlich nicht, dafür aber immerhin 7.030 Zuschauer. Und das bedeutet ausverkauft. 10. Minute, Andreas Dober hat viel Zeit, sich diesen Pass zu überlegen. Jelavic ist schneller als Fornezzi und das ist das schnelle 1:0 für Rapid. Hat ja auch im Celtic Park nicht lange gebraucht für den Treffer. Ramsebner mit Stellungsfehler, Fornezzi zögert, warum auch immer, und Jelavic trifft nach über 400 Minuten wieder einmal in der Bundesliga. Von den Niederösterreichern herzlich wenig zu sehen, das die gefährlichste Aktion von Wiener Neustadt in der gesamten ersten Hälfte. Es spielt nur ein Team, das trägt Grün-Weiß. Wieder der starke Dober, Salihi sieht Jelavic. Nikica Jelavic erstmals auch ins kroatische Team einberufen. Wiener Neustadt hat in Hälfte 1 nur die Fotografen gefährdet. Frank Stronach und Rudolf Edlinger nehmen das zur Kenntnis, dass hier Rapid verdient mit 1:0 zur Pause führt. Die zweite Hälfte und die erste Chance. Alexander Grünwald mit dieser Flanke, die dann noch gefährlich Richtung Tor segelte. Helge Peier war da noch dran, hat aufmerksam reagiert. Dann aber wieder ein Versuch von Wiener Neustadt, hier einen Angriff aufzubauen. Und das endet mit diesem bösen Zusammenprall. Suma und Sanel Kuljic hat da böse erwischt. Und vor allem den Norweger, der da benommen liegen bleibt. Ein tiefes Cut erleidet und unglaublich aber wahr. Er spielt weiter, wird genäht am Spielfeldrand aus. Gewechselt muss er allerdings Sanel Kuljic werden. Aber wie ausgewechselt spielt Rapid nicht, sondern die Grün-Weißen zeigen eine konstante Leistung und ein Traumtor von Veli Kavlak, der schon hätte rausgenommen werden sollen. Dann hat er noch Zeit für diesen Schuss, für dieses tolle Tor. Erster Saisontreffer für Kavlak, der dann kurz darauf rausgenommen wird. Branko Boskovic für ihn neu im Spiel. Dann die nächste Chance für Rapid.
Wieder wird Nikica Jelavic geschickt und der trifft schon wieder, bleibt ganz cool, Schuss ins lange Eck. Das ist momentan seine Spezialität, wie es scheint. Beim Abspiel ist Jelavic aber im Abseits gestanden, das hat das Schiedsrichterteam nicht gesehen, aber den Spielverlauf hat es wohl nicht beeinträchtigt. Rapid hätte hier diese Begegnung nie und nimmer mehr aus der Hand gegeben. Boskovic, der sich gut einfügt in das Spiel von Rapid. Da zeigt schon Salihi an, wo der Ball hingehört und der kommt auch ganz genau dorthin. Und Hamdi Salihi mit seinem ersten Torschuss macht er sein Tor 4:0 für Rapid. Jetzt wird's richtig deutlich. Eine Chance hat Wiener Neustadt noch, weil Helge Peier hier wegrutscht, dann Simkovic auf den eingewechselten Diego Viana. Aber es passt heute zum Spiel der Wiener Neustädter. Will einfach nichts gelingen. Ja, und so muss Heli Kraft eine deutliche Niederlage zur Kenntnis nehmen. Rapid allen voran, der tapfere Norweger Suma feiert einen deutlichen 4:0 Erfolg. Wir werfen einen Blick auf die Sky-Statistik und die verrät uns eigentlich nicht viel Überraschendes, denn Rapid ist in allen Belangen überlegen. Nur in Ballkontakten gab es eine ausgeglichene Bilanz. Also Rapid siegt hier völlig verdient mit 4:0 und wir gehen wieder ab ins Studio. Ja, und der Erfolgsrun in Grün-Weiß geht also weiter. Rapid in der Liga seit 8 Spielen ungeschlagen. Andi Herzog, warum hat Wiener Neustadt heute nicht den Funken einer Chance in dieser Partie? Ja, die Rapidler sind von Beginn an so reingegangen in das Spiel, wie man einfach das Spiel ernst nehmen muss. Und sie sind mit der ersten gelungenen Aktion natürlich gleich auch in Führung gegangen, das stärkt dich noch einmal. Und dann haben sie einfach heute überhaupt keine Fehler gemacht und die Wiener Neustadt hat Rapid nie richtig in Bedrängnis bringen können. Und durch das war es für mich eigentlich ein überraschend klarer Erfolg. Also Rapid gewinnt in Wiener Neustadt ganz klar und deutlich mit 4:0. Die beiden Trainer jetzt live bei Raffaella Pizza. Ja, gute Leistungen sind nur dann gut, wenn sie auch regelmäßig bestätigt werden. Peter Backholt, wie froh sind Sie denn, dass Ihr Team heute so souverän aufgetreten ist? Ja, das sind eben einfach diese Spiele, die was im Vorhinein schon von vielen gewonnen sind. Und das ist immer die Würze halt dann im Sport, dass du dementsprechend auch immer diese Leistung dann auch am Platz bringen musst. Und die Mannschaft hat das heute in einer eindrucksvollen Weise hier gemacht. Also das einzige Torschuss, was wir heute zulassen, haben wir sie selber auch noch halber mit dem Helge seinen Ausrutscher gemacht. Also sehr, sehr konzentriert zur Sache gegangen und es war wirklich wirklich sehr ruhig da auf der Bank zum Sitzen und heute zum Sehen nach den schnellen 1-0, dass die Mannschaft hinten nichts abbrennen lässt, dass sie immer wieder versucht, nach vorne zu kommen und ja. Und so ist das halt im Großen und Ganzen in Ordnung heute. Helmut Kraft, die Wiener Neustädter haben natürlich gehofft, dass die Rapidler vielleicht ein bisschen müde oder vielleicht noch berauscht von diesen Eindrücken im Celtic Park kommen. Dem war nicht so. Das berauscht kommen habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber das so stark, defensiv so stark auftreten, habe ich mir auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Muss man sagen, Hut ab, das wundert mich immer weniger, dass die Rapidler solche Ergebnisse im Europacup oder in der Europa-Liga einfahren, wenn man sieht, wie die defensiv stark sind. Das war für uns halt wirklich fast unmöglich durchzukommen, obwohl wir eh viel probiert haben, aber eben, es ist nach vorne überhaupt nichts gegangen und dementsprechend haben wir eben dann auch die Tore bekommen. Peter Backholt, erklären Sie vielleicht mir und auch den Zuschauern, wie schaffen Sie das immer mit dem Team gemeinsam, diese Balance zu finden, die nötig ist, um nach solchen Eindrücken wie im Celtic Park auch hier in der Meisterschaft souverän zu gewinnen? Ich bin ja nicht seit gestern Trainer bei Rapid oder seit vorgestern. Also aber trotzdem, wie agieren Sie da mit der Mannschaft? Mich persönlich würde es interessieren. Oder sind das Ihre Geheimnisse? Richtig. Und Geheimnisse sind Geheimnisse, weil sonst hätte man sie ja auszuplaudern. Und na, ein ganz normaler Umgang. Das, was mir alles früher nachgesagt worden ist, habe ich früher genauso gemacht, wie ich es jetzt noch mache. Und früher war es nicht so lustig bei euch oder von gewissen Journalisten. Ist ja das immer negativ transportiert worden. Jetzt wird es halt positiv transportiert. Das ist genau dasselbe, wird jetzt auf einmal positiv transportiert. Also es gibt im Großen und Ganzen keine Geheimnisse im Fußball. Es gibt nur eins, oder im Sport arbeiten, dementsprechend auch das Quäntchen Glück auch haben mit gewissen Spielern, auch
vielleicht das gewisse, so wie wir Trainer haben, das gewisse Bauchgefühl einmal für Situationen. Und ja, aber im Großen und Ganzen, Wunderdinge gibt es nicht. Wenn es keine Wunderdinge gibt und eigentlich auch keine Geheimnisse, Helmokraft, was machen Sie denn mit Ihrer Mannschaft? Wiener Neustadt in den letzten 7 Spielen nur 4 von 21 möglichen Punkten. Wie analysieren Sie die Lage? Na, erstens die 2 Spiele gegen Rapid muss man immer als einen anderen Gesichtspunkt sehen. Das ist eine Mannschaft, die in Europa seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Davor die Ergebnisse waren nicht so schlecht, mit Mattersburg 3-0 geschlagen, da haben am Anfang auch die Räder geschlagen. Also wie gesagt, wir sind in einem Bereich, wo wir vielleicht 2-3 Punkte zu wenig haben. Wenn wir einen Sieg mehr haben, das eine Spiel gegen Kapfenberg tut nach wie vor weh, die Heimniederlage. Aber ansonsten sind wir nicht so weit hinter dem zurück, wo wir normalerweise hingehören. Frank Sonnach war heute da, insofern ganz gut, als dass man ihm dieses Spiel nicht nacherzählen musste. Er hat nichts davon, wenn wir ihm Geschichten erzählen, die nicht stimmen. Wenn er kommt, und er kommt immer wieder in regelmäßigen Abständen, sieht er, wie weit die Mannschaft ist. Heute hat er gesehen, dass wir bei weitem nicht so weit sind wie die Rapidler. Aber wie gesagt, er macht sich seine Eindrücke und seine Bilder von der Mannschaft regelmäßig, nicht nur heute. Danke, Helmut Graf, danke, Peter Backholt. Es gibt keine Geheimnisse im Fußball. Das Schlusswort. Ja, und deshalb hat Wiener Neustadt heute gegen Rapid mit 0-4 verloren. Die höchste Niederlage des Aufsteigers in dieser Saison. Hande Herzog, wohin müssen, dürfen sich die Wiener Neustädter nun orientieren in den kommenden Wochen? Ja, ich glaube, dass man einfach nicht zu euphorisch in die Saison gehen hätte dürfen von den Fans und vom Verein auch. Das hat man ja innerhalb der Mannschaft und vom Betreuerstab auch nicht getan. Zielsetzung war ja Top 5. Ja, das ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Ich meine, man muss schon immer schauen, was ich für einen Kader zur Verfügung habe. Momentan spielen sehr viele junge Spieler. Das ist für den österreichischen Fußball natürlich wichtig. Die brauchen auch eine gewisse Zeit, haben hin und wieder auch gewisse Rückschläge. Momentan läuft es einfach nicht so gut. Und umso wichtiger ist eben wieder in den nächsten Spielen zu punkten. Und wie der Helle Kraft richtig gesagt hat, gegen Rapid haben sie momentan einfach, da ist so viel Qualitätsunterschied, dass sie da momentan nicht bestätigen. Wir werden auf alle Fälle schauen. Wir schauen jetzt auch auf die Ergebnisse dieser 10. Runde in der Tipp 3 Bundesliga. Und sehen also noch einmal, dass Rapid klar gewonnen hat, dass Salzburg klar gewonnen hat, die Austria knapp gewonnen hat, Sturm nur 0-0 gespielt hat. Und gestern gab es das Oberösterreich-Derby. Ganz vorne die großen 4. Salzburg jetzt 23 Punkte, 3 Punkte Vorsprung auf die Wiener Austria. Und dann folgen Rapid und Sturm 18 Punkte bzw. 17 Punkte. Und da steht ja noch das Nachtragsspiel aus, das dann Ende November nachgetragen wird. Rapid gegen Sturm. Inwiefern könnte das ein Schlüsselspiel werden, wer von den beiden da oben dran bleibt? Also der Verlierer von dem Spiel hat es einmal ganz, ganz schwer, wieder Anschluss zu finden, ganz nach vorne. Aber es sind halt zwei Mannschaften, die wirklich einen sehr, sehr schönen Fußball spielen für österreichische Verhältnisse. Und es wäre halt schon spannend, wenn es vielleicht bis zum Schluss einen Vierkampf geben sollte, wo sich die Mannschaften untereinander pushen, weil so wie die Bundesliga momentan und auch international vertreten wird, ist das schon sehr, sehr schön für den österreichischen Fußball. Wie bewerten Sie die Situation im Kampf gegen den Abstieg? Kapfenberg 7 Punkte, Kärnten nur 4 Punkte, 10. und letzter Platz für die Mannschaft von Frankie Schinklis. Ja, nach 10 Spielen 4 Punkte ist natürlich kein gelungener Start, aber 3 Punkte ist jetzt auch nicht so viel. Und man weiß ja, wenn man unten steht und auf einmal irgendwo ein Erfolgserlebnis wieder hat, entwickelt man dann vielleicht auch den positiven Lauf, der jetzt absolut negativ ist. Und es ist noch lange nichts entschieden. Also die Kärntner hat man heute auch erste Halbzeit gesehen, dass sie Fußball spielen können. Das Spielglück fehlt momentan ein bisschen, auch vielleicht die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung. Das passt momentan alles halt nicht hundertprozentig zusammen. Und umso wichtiger ist jetzt in den nächsten Wochen einfach wieder Punkte zu sammeln, an sich zu glauben und da von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas zu geben.
get it.